Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns hier im Haus alle darüber einig, dass der beste Lärmschutz für Tegel die Fertigstellung von BER wäre. Nur die Realität, und wir haben es gerade heute wieder gehört, ist, dass es im Moment keinen gesicherten Fertigstellungstermin für BER gibt. Und damit laufen wir in ein rechtliches und damit auch in ein finanzielles Risiko. Man kann sich jetzt darüber streiten, und der Streit wird ab dem 1. Januar 2017 sicherlich vor Gericht ausgetragen werden, ob der 1.1.2017 der Stichtag ist, mit dem die Übergangsregelung für Tegel ausläuft, oder ob es der 1.1.2019 ist. Aber die Frage, ob von Seiten des Senats und von Seiten des Landes etwas unternommen wird, zum Beispiel die entsprechenden Untersuchungen für die Ausweisung von Lärmschutzbereichen oder für die Neufestlegung von Lärmschutzbereichen vorzunehmen, glaube ich, würde die Rechtssicherheit für das Land Berlin erhöhen, wenn man das jetzt beginnt. Ich rede nicht darüber, dass man die vom Kollegen Ströter genannten Milliarden in die Hand nimmt, um Schallschutz zu installieren. Wir reden auch nicht darüber, dass Maßnahmen umgesetzt werden, die den Einwohnern von Tegel, von Pankow und so weiter jetzt wirklich bei der Lärmbelästigung helfen, weil so schnell wird es nicht umgesetzt werden und auch nicht umgesetzt werden können, sondern es geht aus meiner Sicht allein um die Frage, schafft man größere Rechtssicherheit für das Land und reduziert man das Prozessrisiko und damit auch mögliche Kosten, die anfallen. Also deshalb ist mein Plädoyer, mit in Maßen und schrittweise zu beginnen mit vorbereitenden Untersuchungen und ansonsten energisch an der Fertigstellung von BER zu arbeiten, damit möglichst schnell BER ans Netz gehen kann und die versprochene Entlastung in Tegel und für den Berliner Norden vom Fluglärm in Tegel endlich Wirklichkeit wird. Das ist der entscheidende Punkt. Aber wie gesagt, die Frage, wie kann man das rechtliche Risiko minimieren und muss ich nicht ellenlang nach dem 1.1.2017 vor Gerichten mit Bürgern und Bürgerinitiativen darüber streiten, halte ich für sinnvoll, nachdem heute wieder erklärt wurde, dass wir keinen definitiven Fertigstellungstermin für den Flughafen BER haben und es damit bis weit in das Jahr 2018 oder bis 2019 hinauslaufen kann und damit das rechtliche Prozessrisiko immer größer wird. Deshalb mein Plädoyer dafür, mit vorbereitenden Untersuchungen zu beginnen. Dann hat man vor Gericht auch bessere Chancen. Vielen Dank, Herr Wolf.